In Pinkerfeld steht die ehemalige Billa-Filiale seit 3,5 Jahren leer, genauso wie die rund 50 Parkplätze davor. Gleichzeitig wird rundherum weitergebaut und Boden versiegelt. Wir haben jede Menge Leerstand, egal ob Gewerbeflächen, Einkaufsflächen. Das muss genutzt werden. Wir können uns nicht erlauben, weiter Boden zu versiegeln. Und es bleibt ja nicht beim Gebäude. Wie man sieht, hier ist ein riesen Parkplatz dabei, der ewig leer steht. Die Gemeinde sagt, man habe keine Handhabe, weil es sich ja um einen privaten Eigentümer handelt. Und dieser, so wird vermutet, will offenbar verhindern, dass sich andere Einzelhändler ansiedeln. Man geht davon aus, dass das der Grund ist, damit sich ja nicht ein Mitbewerber hier reinsetzt und den Billa, der ja ein paar hundert Meter weiter neu gebaut hat, Konkurrenz macht. Braucht ein Gesetz, dass man erst neu bauen darf, wenn klar ist, ich kann keinen Altbestand nutzen. Aber nicht nur im Süden, auch im Mittelburgenland wird massenweise weiter Boden versiegelt, obwohl auch hier viele Gebäude leer stehen. Beim Business Park in Steinberg-Dörfel bringen Spitzmüller und Kluber Frau Petrick Transparente am Bauzaun an. Das Bewusstsein für das sogenannte Flächenrecycling soll gestärkt werden. Was wir bei Steinberg-Dörfel sehen, ist, dass dort mitten auf den Acker wieder ein neuer Businesspark gestellt wird. Und auch wenn hier die Auflagen, wie dort gebaut werden darf, schon höher sind als woanders, es bleibt trotzdem Ackerland, das nachher nicht mehr als solches zur Verfügung steht.